Alter Rockstar hier. Mega. Hier liegt es. Dein Gitarrendings. Dein Plektrum, oder wie heißt das? Da liegt es. Ich darf es jetzt nicht, nehmen. In anderen Zeiten würde ich es nehmen und in meine Fanbox packen, aber gut. Da, deine Familie, die, deine Freunde rocken mit. Dein Vater leider, da ist hier die Verbindung gerade weg. Aber willst du deinem Vater auch noch mal schöne Grüße sagen? Der hat gerade sowas Nettes da für dich noch gesagt. Ja, gerne. Ich weiß, der ist schon bei der zweiten, dritten Flasche Wein. Also der hat es richtig gemütlich. Und liebe Grüße nach Österreich, nach Deutschlandsberg. Der ist stolz wie Oscar. Ich sag dir, wie es ist, ne? Matthias, früher wollte ich wirklich so sein wie so ein Typ wie du. Ey, der so auf der Bühne steht und dann so geil so ein E-Gitarren-Solo dahinlegt, das habe ich mir früher immer so vorgestellt. Da habe ich echt mal versucht, E-Gitarre zu lernen. Ist nichts raus geworden. Ja. Dafür stehe ich jetzt so hier und darf so Leute wie dich präsentieren. Und das ist mir eine Ehre, wirklich. Dankeschön. Mega geil. Und wenn Sie zu Hause jetzt sagen, Matthias Nebel, mein Gott, der gehört auf jeden Fall ins Finale. Tja, dann rufen Sie jetzt für ihn an, 013 79 78 78 und du hast die Endziffer 10 oder schicken Sie die 10 per SMS an 3x4, 3x1 oder auch hier können Sie natürlich online voten auf thevoice.de. Bitte beachten Sie dort alle Hinweise. Und das war tatsächlich der letzte Auftritt für heute Abend. Aber wie geil war das denn bitte? Hier, Ray, du als alter Rocker, da kann man schon ein bisschen neidisch sein. Hier mit so einem Ding, mit der Bühne und so, das war Rockstar-like, oder? Oh, ich bin nie neidisch. Ich finde es einfach geil, das zu erleben. Ich finde es schön, dass Matthias so eine Performance hinlegen kann. Das ist das Schönste, in einem Team zu sein, wo beide keine Konkurrenz sind. Weil Paula ist Paula und Matthias ist Matthias. Und wir haben dem gesagt, bitte gib einfach euer Bestes. So egal, wer nach Hause kommt, der das Gefühl hat, ich habe mein Bestes gegeben, tolle Performance. Ihr habt beide so 100% gegeben, das war genial. Thank you so much. Samu,
Die Leute sitzen jetzt wahrscheinlich zu Hause und können sich auch nicht entscheiden. Vielleicht kannst du denn einfach mal das Gefühl beschreiben, was in deinem Körper passieren soll, wenn du, oder was da passiert, wenn du merkst, ja, das ist der oder diejenige. Erzähl mal, passiert heute Abend. So, ja, es ist hier in meinem Bauch, mein Bauchgefühl. Ganz famous. Ja. Ja. Und du hast es auch. Ich könnte mich tatsächlich hier nicht entscheiden. Ich könnte die ganze Zeit. Nicht auch. Ja. Also, du bist auch stolz auf die beiden und bist froh, dass du dich nicht entscheiden musst. Das ist eine gute Ding, dass wir müssen nichts machen, nur hier sitzen und in unsere Haus entscheiden. Nach die zwei Performances war echt einen Moment zu nehmen für diese unglaublich tolle Band mit Lilo Scrimali und seine ganze Band. Wow. Absolut, sind gerade ein bisschen versteckt hier hinter, aber absolut